Hey Freunde, willkommen in der Heavy Metal Welt. Home Sweet Home? Fragezeichen. Okay, es ist nicht wirklich eine Heavy Metal Welt. Falls ihr nicht wisst, was eine Heavy Metal Welt überhaupt sein soll, guckt euch mal. Oh fuck. Ich dachte, ich könnte draufstehen, weil die, na, keine Ahnung, so komisch rauskam. Es gibt einen Film, der heißt Heavy Metal tatsächlich. Ich glaube, der ist von 1980 oder so. Oh, scheiße. Das ist eine Heavy Metal Welt. Ich kann nicht mal beschreiben, was drin abgeht. In diesem Film. Ich kann genauso wenig beschreiben, was in diesem Level hier gerade abgeht. Also die Viecher kommen hier raus. Ich kann sie nicht töten. Ist alles... Ja, und die kommen auch raus, wenn ich draufstehe. Also ist alles... Naja, das, was ich an der... Dingswelt, wie hieß die Welt nochmal? An der Pipewelt so schlimm fand. Und in schlimmer nochmal. Den kann ich sogar gar nicht erst töten. Okay. Boah. Oh, und ich spring noch wieder zurück dahin. Bitte ein Checkpoint, ey. Ich habe Probleme. Ich komme hier nicht mehr klar. Er schießt auf mich. Oh, Checkpoint. Ja, 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 ja. Gut, gut, gut. Wow, ich kann ja gar nicht... Ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie krass das hier gerade ist. Also ich kann es nicht wahrhaben. So meine ich das eher. Ja, die Musik ist aus Sonic. Letzte Welt. Aus Sonic 1. War auch so eine... Ja... Welt, die schon in die Richtung geht wie das hier. Ich denke mal, dann passt das auch ganz gut. Boah, ich kann natürlich auch nichts erschießen hier. Ich kann nur hoffen, dass ich hier lebend irgendwie rauskomme. Aber jetzt stelle ich mich schon besser als eben an, weil jetzt weiß ich auch so ungefähr Bescheid, was mich hier erwartet. So, hier haben wir nur eine Stelle. Wie soll ich denn hier vorbeikommen? Boah, so ungefähr. Gut, hätte ich mal nicht getötet, hätte ich mir noch eine extra Vollblume gezaubert. Ist aber nicht weiter schlimm. Ja, jetzt weiß ich ja ungefähr, worauf ich mich hier einlassen muss. Viecher, die ich nicht erschießen kann. Viecher, die immer aus den Röhren rauskommen. Egal, ob ich draufstehe oder nicht. Und sowas alles. Okay, und das nächste hat schon wieder ein Secret Exit. Deswegen, warum heißt das ein Level an Home Sweet Home? Fragezeichen. Ich verstehe gar nicht mal die Anlehnung. Sei vorsichtig. Die Säulen... können Eruptionen auslösen. Mein CPU wurde schon fast gegrillt von einem von diesen Dingern. Oh je. Ja, der redet von denen hier. So, ich weiß jetzt nicht, ob die es alle können, aber ich glaube auch nur die, wo schon vorher Feuer zu sehen ist. Hier würde ich noch einen Pilz bekommen, aber das lasse ich jetzt erstmal. So, das ist Mega Man 2 Musik. Verdammt, da war ich einen Ticken zu schnell. Okay, aber immer ein Cape. So, das sind hier keine Totenköpfe, sondern einfach Boden. Oh fuck, aber hier weiß ich auch nicht, wo die rauskommen vorher. Das ist das Fiese, finde ich. Puh, okay, komm raus. Das Ding bewegt sich auch die ganze Zeit, das muss man auch noch bedenken. Deswegen hüpfe ich hier ganz wie so ein Wahnsinniger. Okay. Secret Exit. Irgendwo muss ich das auch noch finden. Ich habe eine Vermutung, vielleicht darunter. Hier unten her. Ist jetzt schon zu spät dafür. Halte ich mal im Hinterkopf, dass ich da vielleicht in eine dieser Röhren rein kann. Oh! Okay. Ich konnte Spinjumpen auf dem Feuer, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Aber es ist sehr gut. Ich dachte nicht, dass das funktionieren würde. Okay. Und dann suchen wir weiter. Also vermutlich haben wir schon einen Weg für Secret Exit gefunden. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht muss ich ja hier rein. Weg mit dir. Ne, muss ich nicht. Krieg ich das aufgeschlagen? Ja, leider nicht. Ah! Boah, die übersehe ich total. Na gut, jetzt weiß ich, dass da einer ist. Und Bomb. Wäre es ein richtiger Bomb, würde ich ihn auch sofort bemerken. Ja, jetzt habe ich erst recht ein Problem. Den Pilz kann ich auch nicht nehmen und ich bin tot. Wow! Krass! An jeder Ecke wurde ich einmal getroffen. Konnte ich nichts machen. Ja, und jetzt darf ich mit einem Pilz anfangen, oder was? Ja, okay. Jetzt muss ich mal die gleiche Stelle nochmal schaffen, nur mit noch viel weniger Power-Ups. Wird lustig. Okay, ein paar Tricks kenne ich ja jetzt. Zum Beispiel... Oh, ich hätte echt gerne hier dieses... Von hier ein Cape. Ich krieg das da nicht richtig hingeschossen. Nee. Kriegt man nicht hin. So, ich weiß ja, dass der da kommt jetzt... Ich weiß, wo bin ich denn eben noch gescheitert? Dass hier was rausgeschossen kommt, ich ganz vorne stehen muss. Hier kommt irgendwas unangekündigt aus dem Boden, das weiß ich jetzt auch. Mist. Okay, ja. Meine Neugier hat
mich jetzt getötet. Das ist scheiße. Ich dachte, da könnte man so richtig cool rein oder so. Schade. Jetzt hat mich echt sowas Doofes gekillt. Okay, dann nochmal. Ich kenne ja immer noch die Fallen. Muss ich mir nur merken. Immer schön weit vorne stehen. Hier warte ich besser mal. Ich weiß nicht, ich hätte locker noch durchgekonnt, aber... trotzdem. Boah, den hätte ich jetzt fast wieder doch vergessen, den Thrump. Aber alles gut. So, hier weit vorne stehen und ab hier so ein bisschen spinjumpen und hoffen, nicht getroffen zu werden. Okay. Jetzt gehe ich hier weiter. So, ab hier bin ich natürlich wieder... keine Ahnung, was hier abgeht. Aber ich will oben lang. Ich glaube nicht, dass mir das ein Secret Exit bringt, hier oben lang zu gehen. Nee. Okay, gute Nachricht. Level ist geschafft. Ja, andere Nachricht. Ich weiß jetzt nicht, ob man es wirklich als schlecht abstempeln kann. Secret Exit muss noch gemacht werden, aber mal gucken. Ich denke ja schon zu wissen, wo ich hin muss. Also versuchen wir das. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, wann diese Stelle kam, wo ich das dachte. Ich weiß es noch ungefähr, aber nicht genau. Wow. Ach, ich hätte noch Start Select machen können. Das habe ich... ja, das war einfach nur schlecht. Das kann ich nicht anders sagen. Schlecht von mir. Okay, probieren wir es nochmal. Jetzt ohne Pilz leider. Gerade in dieser Welt, wo ich mal Power-Ups nötig hätte doch, weil langsam wird es doch schwer und ich gerade hier in Schwierigkeiten. Wenigstens kriege ich ja hier noch einen. So, aber okay, ich nehme es an, diesen Schwierigkeitsgrad. Gibt es auch ein Cape, zum Glück. So, hier kamen doch Sachen aus dem Boden, ne? Ja, genau. War hier schon die Stelle? Ne, es war noch nicht hier. Das war, glaube ich, erst der nächste. Ich glaube, hier kam das. So, probieren wir es mal aus. Ich hoffe, eine der Röhren lässt mich hier rein. Vielleicht die hier? Ja, okay. Bitte Secret. Wow, okay. Nicht mehr und nicht weniger. Wunderbar. Okay, das war tatsächlich da, wo ich es vermutet habe. Das freut mich. Das führt mich hoch zu Metal Secret One. Laser Time Boys. Electric Boys with Leather Toys. It's Laser Time. Ich habe meine 3D-Shades habe ich zu Hause gelassen. Pass auf die großen blauen Laser auf. Die werden dich instant töten. Wow, was? Was? Ey, 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 lass mich mal. Okay, ich habe keine Ahnung, was zur Hölle das für ein Viech ist. Aber die sind böse. So, das ist Mega Man 2 Musik? Ne, Mega Man 3. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube Mega Man 3. Sparkman, glaube ich. Das Lied habe ich immer sehr gemocht. Eins meiner Lieblingslieder von Mega Man. Das Mega Man 3 war das. Jetzt bin ich mir doch schon eher sicher. Oh, Mann. Oh, fuck. Okay. Ja, da habe ich mich übel erwischen lassen. Auf ein neues. Das kommt ja auch ohne Vorwarnung. Ja, super. Okay, das ist schon mal das eine Cape, das weg ist. So, bei einem Cape zu behalten, das wäre eigentlich schon eine ganz gute Sache. Oh Mann, natürlich. Genau wenn ich es ausspreche, ist er weg. Ich habe noch versucht. Ich habe noch versucht, nach links zu gehen. Aber ich durfte nicht mehr. Okay, irgendwie... na, ich bin nicht mehr so flink und gut, wie ich es in den anderen Welten mal gewesen bin. Diese Welt spielt schon ein ganz anderes Spiel hier. Zum Glück ist der irgendwie gebuggt oder so, weil eigentlich sollte das hier runterschießen. Ich glaube, es ist nur ein Bug, dass es nicht klappt. Oh Gott, aber da habe ich mich wieder mal schön erwischen lassen. Oh. Ich krieg das nicht mit. Also ich weiß, da ist zwar so ein Ding da oben, aber hier ist so viel los und ich muss auf so viel achten, da merke ich das nicht rechtzeitig und schaffe es nicht, auszuweichen. Das kommt dann unangekündigt, bam, tot. Da kommt ja nicht mal ein Soundeffekt mit raus. Okay,
Seht ihr auch hier, hätte ich das schon fast wieder verkackt. Ich wusste, hier wird der Laser kommen, aber ich dachte, wenn ich durchrenne, schaffe ich es. Aber jetzt wissen wir die Antwort. Ich tue es nämlich. Ich schaffe es nicht. Hier warten. Hier warten. Beim ersten Mal habe ich es ja soweit geschafft. Aber ab dann nicht mehr. Ja. Okay. Okay. Natürlich bin ich auch kurz vom Checkpoint gestorben. Was denn auch sonst? Oh Gott. Oh je. Okay. Ach, nicht okay. Die Laser, die fetten, also die... Okay, die fetten sind ja eh gemein, aber ich meine die anderen. Die... Boah, die sind echt unausweichlich teilweise. Boah, da unten war was. Aber ich sehe jetzt keinen Grund, da extra hinzugehen. Weil ich nicht glaube, dass das Level jetzt ein Secret Exit hat. Ne, hat das auch nicht. Deswegen ist mir das scheißegal, wenn es jetzt irgendwelche Yoshi-Münzen ist. Hier bin ich mal mit Glück doch ausgewichen. Okay, damit haben wir Metal Secret 1 durch. Das war echt brutal schwer. Also, der Anstieg ist sehr rapide. Muss man noch sagen, von diesem Spiel. Es ist von sehr einfach schnell auf sehr schwer hochgekommen. Hochgekommen. Ja, machen wir direkt weiter mit Metal Secret 2. Polluted Passage. Auch Mega Man Musik, die hatten wir schon mal. Ich würde in diesem Wasser nicht zu lange bleiben. Es ist viel mehr verschmutzt als in der Kanalisation. Es könnte Death Water werden. Heißt das, ich darf... Darf drin bleiben? So für ein paar Sekunden oder wie ist das? Kann ich mich irgendwo durchmogeln? Ja, okay, ich habe so eine Leiste. Ah, ist aber eine coole Leiste. Normalerweise kenne ich genau diese Leiste. Die erscheint dann irgendwo links oder rechts am Bildschirm. Aber die hier erscheint direkt bei mir selber. Und das ist interessant gemacht. So in der Form habe ich das nämlich nicht gesehen bisher. Wobei das auch seine Nachteile hat. Guck mal, ich kann mich zum Beispiel hier mit dem Ding dahinter verstecken und dann sehe ich das nicht mehr. Ist natürlich dann auch blöd. Also es war schon irgendwie cooler, aber auch irgendwie schlechter teilweise. Bei den anderen ist man sich wenigstens sicher, dass man das immer sehen kann. Gut, aber habe eigentlich kein Problem jetzt mit dieser Leiste, weil... Also von der Dauer. Weil... Ich bin eigentlich mal recht schnell genug dafür wieder raus. Also bis jetzt ist das Level auch viel einfacher als Level 1. Also Super Special Secret Level 1, meine ich. Okay, hier. Ja, scheiße. Ich dachte, jetzt gehe ich mal richtig cool dran vorbei. Kann ich die töten wenigstens? Nein. Nein, aber sie können mich... angreifen. Ich wollte den extra so zum coolen Schwimmen benutzen. Jetzt schmeiß ich den weg, bevor der wieder lebt. Mist. Ich habe jetzt nicht kommen sehen, dass da so ein Ding rauskommt. Gut, das habe ich davon, dass ich sage, ist jetzt einfacher als das andere Level. Dann muss mir das im zweiten Teil natürlich bewiesen werden. Ja, wir können auch noch schlimmer. Keine Sorge. Denn dieser Teil hier, der ist noch schlimmer. So, und jetzt habe ich wieder nur einen Pilz. Eben bin ich wieder mit ganz vielen Power-Ups da rein, habe trotzdem verkackt. Da ist ja meine Siegeschance jetzt noch geringer. Eigentlich, als sie sowieso schon war. So, allein schon an dieser schönen Stelle hier. Doof. Aber was hätte ich machen sollen? Ich habe gar keine Wahl. Verdammt. Kommen die Dinger raus? Ja, genau. Hier auch. Nicht so weit. Okay. Aber dann habe ich's, oder? Hoffe ich mal. Ja. Okay. Ich glaube, langsam aber sicher stirbt der Traum von 99 Leben sammeln. Schade drum. Aber das ist echt eine brutale Welt. Okay, aber damit haben wir es gelöst. Ich finde trotzdem noch, das erste war noch härter.
Metal Castle. Ja, das könnte vielleicht das letzte Level sein, das weiß ich nicht, aber machen wir erstmal hier weiter und zwar im nächsten Part, Metal Kingdom 3. Und dann ein Schloss und dann das große Schloss. Oh Mann, da haben wir was vor uns, weil es ist brutal, aber wir kämpfen uns durch. Okay, bis zum nächsten Mal. Ja, ciao.